Moin Leute, eure Saku-Fuchsi ist wieder hier mit einem neuen Update-Video. Ja, es ist mal wieder Zeit. Woohoo! Ja, das Mai-Update, was jetzt erst Anfang Juni kommt. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich war irgendwie die letzten Tage so ein bisschen. Also, ich habe es nicht vergessen, das Mai-Update, aber ja, war so ein bisschen aufnehmfaul. Aber gut, das hole ich jetzt nach. Ja, für den Monat Mai ist doch ja, ein bisschen was zusammengekommen tatsächlich. Hätte ich gar nicht so jetzt mit gerechnet. Aber gut, ich würde sagen, ich fange dann einfach mal an. Womit fange ich denn mal am besten an? Ich würde einfach mal sagen, etwas, was ich meiner lieben Freundin abgekauft habe. Und zwar ist das einmal diese coole Zelda Breath of the Wild Switch Tasche, Case, wie auch immer. Das ist die Rückseite mit einem Z und einem dicke Master Schwert. Sehr cool. Also sie wollte die nicht mehr haben. Sie hat ihre Switch verkaufen müssen damals. Und ja, hatte mich dann gefragt, ob ich die Tasche haben will, wo ich noch zu ihr gesagt habe, willst du sie nicht selber behalten, falls du wieder eine Switch haben wirst? Und nein, sie wollte sie dann irgendwie doch loswerden. Und ja, hier kann man die Switch dann reintun. Und hier ist halt noch so Platz für Spiele. Ja, coole Tasche. Und ja, hab Geld gespart in dem Sinne. Weil neu kostet so ein Case ja, glaube ich, 20, 25 € oder so. Und ja, ich habe ihr die Tasche abgekauft für, ich glaube, 10, 15 € meine ich. Ja. Cooles Motiv auf jeden Fall. Das kann ich meine Switch auch unterwegs mit mir tragen. So. So viel zu dem Switch Case. Dann hat sie noch so ein paar Sachen gehabt, die sie mir unbedingt schenken wollte. Sie hat mir im letzten Update, hatte ich ja, glaube ich, auch schon euch Sachen gezeigt gehabt, die sie mir geschenkt hat. Und ja, da ist auch mal wieder ein Plüschi darunter. Und zwar, ja, es ist noch ein Pikachu. Ja, Pikachu. Was soll ich groß zu Pikachu sagen? Ich bin eigentlich kein Riesenfan von Pikachu. Aber ich wollte meiner Freundin dieses. Oh. Du hast da ein Haar hängen, Pikachu. Das könnte wahrscheinlich von Luna sein. Ich wollte meiner Freundin dieses Geschenk natürlich nicht abschlagen. Beziehungsweise ich wollte sie nicht. Ja. Also sie sagt, eigentlich ist Pikachu nicht unbedingt mein Lieblings-Pokémon. Aber ja, das ist jetzt halt ein normales Pikachu-Plüschi. Ich glaube, im Update davor hatten wir ja einen Pikachu mit einem Kürbis. Und ja. Pikachu, was soll ich da groß zu sagen? Es ist gammelt auf meinem Sofa rum. So, dann habe ich von ihr bekommen zwei Amiibos. Und zwar ist das einmal. Gott, kann man das überhaupt erkennen? Ja. Oh, meine Kamera stellt scharf. Das ist sehr gut. Die Twilight Princess Zelda. Und der Twilight Princess Link. Ich hoffe, das erkennt man so einigermaßen. So, ja, diese beiden hat sie mir noch geschenkt. Die wollte sie anscheinend irgendwie auch nicht mehr haben. Ja, vielleicht haben sie bei ihr auch nur Platz genommen, weggenommen. Ich weiß es nicht. Sie wollte sie auf jeden Fall nicht mehr haben und hat sie mir geschenkt. Jo, Piofi dazu. Jetzt nehmen sie bei mir Platz weg. Und dann noch eine Tasse. Und zwar von König der Löwen. Wo drauf steht Hakuna Matata. It means no worries for the rest of your days. Oder wie es bei uns heißen würde, es heißt keine Sorgen. Ja, it means no worries. So, ja, da haben wir den kleinen Simba drauf und Pumba und Timon. Und hier ist halt nochmal der König der Löwen-Schriftzug, beziehungsweise The Lion King. Coole Tasse auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Melli, an dich. Ja, also ich habe mich
über alle Sachen gefreut, die sie mir geschenkt hat. Auch über das Pikachu Plüschi. Auch wenn halt Pikachu nicht unbedingt mein Lieblings-Pokémon ist, aber das weiß sie auch. Aber gut, ich will nicht sagen. Ich meine, hey, das Plüschi ist knuffig. So, dann habe ich mir Mangas gekauft. Nicht viele, nur zwei Stück. Aber da haben wir einmal Love Live School Idol Diary Band 3. Ja. Ja, was soll ich sagen? Habe ich sogar tatsächlich schon gelesen. Wer mir auf Twitter folgt, weiß vielleicht, dass ich gerade momentan so eine, mich versuche zumindest an eine Everyday Manga Challenge, um endlich mal meinen Manga-Stapel der Schande abzuarbeiten, weil ich habe noch so viele Animes, genau, so viele Mangas, die ich noch lesen muss und deswegen, ja, aber den hier habe ich tatsächlich schon gelesen, genauso wie diesen hier. The Legend of Zelda Twilight Princess Band 3 mit so cool, sehr coolem Cover. Ja, der hat mir ja noch gefehlt jetzt zum aktuellen Stand, den habe ich mir jetzt auch geholt. Auch schon gelesen. Ja, beide Mangas gelesen. Und mal gucken. Mit Mangas ist ja bei mir nicht mehr so viel los. Also es hat echt stark nachgelassen, so in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, so 2, 3 Jahre vielleicht. Dann würde ich sagen, was kommt als nächstes? Dann habe ich mir T-Shirts geholt. Drei Stück. Und zwar haben wir da einmal ein sehr, sehr cooles T-Shirt. Da kam ich nicht dran vorbei, was ich mir bestellt habe. Und zwar ist das einmal ein T-Shirt von Digimon, beziehungsweise mit Gatomon und Angewomon drauf. Und da unten mit dem Digivice. Das Motiv, das fand ich einfach so cool. Und Gatomon ist halt einfach mein absolutes Lieblings-Digimon. Da kann keiner was sagen. Das einzige Digimon, was ich sonst noch sehr gerne mag, ist Renamon. Aber ansonsten kommt an Gatomon keiner vorbei. Ich meine, vielleicht mag ja der ein oder andere von euch Digimon. Ich weiß es nicht. Schreibt es doch einfach mal unten in die Comicbox, falls ihr Digimon mögt oder liebt oder was auch immer. So, dann T-Shirt Nummer 2. Und zwar ist das einmal eins mit Yoshi drauf als Motiv. Ich glaube, da wird meine eine Freundin jetzt wahrscheinlich ein bisschen neidisch sein drauf, weil sie mag auch so gerne Yoshi. Ich kam irgendwie an diesem T-Shirt auch nicht vorbei. Es ist halt einfach Yoshi mit Super Mario Aufdruck und ich fand das halt so cute. Das gab es auch mit Mario an sich, aber ich wollte das mit Yoshi haben, weil ich finde Yoshi toll. Yoshi ist einer meiner Lieblings-Nintendo-Charaktere, zusammen mit Kirby. Jo. Und dann noch ein T-Shirt mit einer allseits bekannten Kerze drauf, die ihr wahrscheinlich schon in einigen meiner Updates gesehen habt, falls ihr meine Updates gesehen habt. ja, Pushin. ja, Pushin. Secretly, a Mermaid. Ja, ein T-Shirt mit Mermaid Pushin drauf. Dieses T-Shirt, das habe ich schon längere Zeit in meinem Auge gehabt und war mir aber nicht immer wirklich sicher, ob ich es mir jetzt holen soll oder nicht. Und aber dann, ich weiß nicht, ich fand es einfach so cute und bei Pushing kann ich halt einfach so selten Nein sagen. So, das war's zu den T-Shirts. Jetzt kommt eigentlich gar nicht mehr viel. Eigentlich, ja, was heißt eigentlich? Eigentlich zwei Sachen jetzt so in dem Fall. So. Und zwar sind das Sachen. Also eigentlich sind das vier Sachen gewesen. Und hallo Luna. Du stehst gerade mitten im Video. Weißt du das? Ja. Jetzt schmeiß bitte nicht meine Kamera um. Nein. So, ja, jetzt sieht man gerade gar nichts mehr. Luna, du bist mitten im Bild. Was machst du? So, du unterbrichst mich hier gerade. So, und zwar habe ich vom lieben Eisdrache LP etwas bekommen. Er hat mir ein Paket geschickt, weil er war beim Japan-Tag gewesen und hat mir da etwas mitgebracht. Und zwar ist das. Sind das zwei Sachen? Einmal ein
kleiner Button. Ja, der Button ist für dich auch interessant, ne, Luna? Ja, ein kleiner Button von den Meris. Ein Banana. Ich glaube, Banana Split. Oder generell ein Banana-Button, wo unterworfen draufsteht. Also, es ist halt so eine Gruppe von Meerschweinchen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Und ich habe halt jetzt so ein. Unterworfen Button hoch bekommen. Ein kleiner Button, aber er ist cool. Ich gehöre jetzt offiziell zu der Meere-Gang, den Unterworfenen. Ja, vielleicht kennt ja der ein oder andere von euch die Meris. Ich finde die ziemlich cool. Ich gucke gerne deren Videos. Es geht halt eigentlich im Allgemeinen um Meerschweinchen. Und ich finde Meerschweinchen halt cute. Und ja, die Meris sind halt cool. Chan und Sarah und Lucy sind halt einfach cool. Also vielleicht kennt ja der ein oder andere von euch die. So, und dann habe ich hier noch ein Poster. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das einigermaßen auseinandergerollt kriege. Auch sogar mit Unterschriften drauf. Yay, von Sarah, Chan und Lucy. Ja, das ist ein, ich meine, ein altes Postermotiv. Weil da noch tatsächlich Meris drauf sind, die eigentlich gar nicht mehr da sind. Hallo Luna. Hier haben wir Porzellan, da ist Onigiri, da ist Salt, da ist Semmel, Banana Crumble, Müll. Hier haben wir noch Tiramisu, aber Tiramisu ist leider nicht mehr von der Partie. Genauso wie Pumpkin da oben und... Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich verwechsel die beiden immer. Also eine ist Petitfour und die andere ist Praline. Aber ich glaube, das ist Praline. Oder ist das Petitfour? Die sehen sich so ähnlich. Also ich bin mir bei den beiden nicht sicher, aber die sind beide auf jeden Fall noch da. Ja, ein altes Motiv zwar, aber ein cooles Motiv. Ich muss echt mal gucken, wo ich an meiner Wand Platz dafür finde. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal, Eisdrache, an dich dafür. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ja, ich habe jetzt... Sorry an dieser Stelle, dass ich jetzt nicht alles aus dem Paket mit in das Update genommen habe. Da war ansonsten noch ein... Ja, gut. Sagen wir mal fast alles. Ein Katzenspielzeug für Luna war auch noch drin. Das liegt irgendwo da hinten rum. Ja, irgendwo da hinten. Und Schokolade. Und ich dachte mir, ja, Schokolade ist jetzt nicht so spannend, dass man sie jetzt zeigen muss unbedingt im Update. Ich hoffe an dieser Stelle, Eisdrache, dass das jetzt nicht so schlimm ist, dass ich jetzt nicht alles gezeigt habe. Aber ich wollte immerhin diese Sachen reinpacken ins Update. Ja, das war's eigentlich schon. Da fliegen noch die T-Shirts rum. Ja, das war's vom Mai-Update. Und dann... sehen wir uns vielleicht zum Juni-Update dann wieder. Also Leute, bis dahin!